Hallöchen, meine lieben Zuschauer, und willkommen zu einer weiteren Folge Pflanzen gegen Zombies. Wir sind in Folge 47 angelangt und euer Lord hat heute große Probleme. Und zwar, die haben uns einfach mal Wasser abbestellt. Das heißt, euer Lord kann nicht duschen. Huch, ich habe schon wieder rausgeklickt. Und das ist total scheiße, Mann. Ich will duschen. Ich bin ein gepflegter Gamer. Ja, Leute, wer hätte es gedacht? Nicht ganz ehrlich, wir wollten eigentlich gleich einkaufen, ja, und wir sagen einfach mal so, nö, Wasser abbestellt, hier bitte, nee, kurz mal Pause. Also denken wir so, scheiß drauf, dann nehme ich halt eine Folge auf, dass heute um 15.30 Uhr irgendeine Folge von Pflanzen gegen Zombies online geht. Und deswegen spielen wir heute Level 3.10, damit wir endlich mal vorwärts kommen in diesem, ja, doch recht eintönigen zweiten Abenteuerdurchlauf, ne, wo ich ja eigentlich nichts anderes weiß, als außer Real Life Talk zu machen. Es ist wunderschön, nicht wahr? So, ich würde übrigens gerne Abwehrpflanzen kriegen, weil da kommen schon zwei Zombies. Das wäre super gütig von dir, Spiel. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe wieder mal Pech. Jo, geil. Ich kann mir zwar zwei Chilischoten in die Ohren stecken und dann höre ich die Zombies nicht. Das ändert aber nichts daran, dass er dann trotzdem an die Dance kommt und scheiß. Den tippe ich mir auf hier für so einen Kack zum Boni. Krieg jetzt auch endlich mal bitte mal zum Angreifen, hallo. Willst du mich ver... Alter, ey, komm, ist doch langsam nicht mehr lustig. Hallo, ja, hier, bitteschön. Was soll ich sonst machen? Ja, da unten läuft er trotz... Alter, ey, komm. Ey, man kann es auch übertreiben, Spiel. Ja, danke. Endlich. So, jetzt, sieht den hier mal auslöschen. Nach Jalapeno, ey, ist das peinlich. Und die auch mal da... So, abgedeckt. Und ich sehe erstmal ein bisschen was. Das ist ja auch mal schon mal was wert. Du stehst da eigentlich voll scheiße, um es mal so ehrlich auszudrücken. Du musst da mal ganz schnell weg. Du musst da ganz schnell weg, Mann, du bist im Weg. Dudelidu, 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 dudelidu. Oh no, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? So, wir müssen natürlich die Nüsse so weit wie möglich nach vorne pflanzen. Wir machen es mal hierhin, ja. Hinter den hier, damit er auch mal richtig schön den Burn-Up bekommt. Ja, so zwei Burn-Erbsen, das muss schon mal ein bisschen Schaden machen. Mehr habe ich leider aktuell noch nicht. Das ist schade, ich weiß, aber ey, was soll ich machen? Kann sich ändern, ne? So, recht bald mal, ne? Für den eventuellen Fall der Unfälle. Hier schon mal hin platzieren. Für den Fall, dass ich gleich Nüsse habe. Und dann kann ich den mir das hier machen. Zack. Ist der Wasserweg schon mal dicht. Der Wasserweg über New York ist schon mal dicht. So, hier am Rand pflanze ich erstmal noch nichts schön, weil da brauche ich auch noch nicht so viel. Jetzt schon. Burn. Burn. Burn, du kleiner Spast. Ja, komm. Gib mal Feuer. Ja, aber richtig mit Schmackes. Hallo. Stachelkraut hebe ich mir lieber für die Zombonis auf. Ah, läuft. Hashtag läuft. So. Und noch einer davon. Jo, immer her damit. Lass es doch brennen. Ich will's nicht verpennen. Oh, noch ein Turbinator hier. Läuft. Haben wir schon drei Lines Feuer, ne? Jetzt haben wir eine vierte Line. Machen wir mal hier hin. Wasser ist noch nicht so gefährlich. Hier kommen schon mal die Eimer-Zombies. Das ist ein bisschen dangerous und so. Deswegen bin ich da vorsichtig. Oh, burn. Burn. Haha. Der zweite ist aber down. Jetzt frisst er allein und ist leicht down. Ja, das tut weh. Kleiner Zombie, Mann. Du, du, du. Buddelidub, dudelidub, dudelidub, dudelidub. So. So, läuft. Richtig gut sogar. Oh, das könnte ein bisschen schwierig werden hier unten, wenn der jetzt hier Eis macht, weil ich glaube, der bringt den nicht um. Also gegebenenfalls muss ich hier... Ja, er schafft es. Hooray. Hooray, er hat's gedittet. So. Pflanzen wir hier mal voll. Zack, eine Nuss und jetzt sind wir fertig. So, da kommen nämlich die Delfin-Spastis und die mag ich ja überhaupt nicht. So, und deswegen hätte ich jetzt auch hier gern bald mal Feuer. Das wäre ganz gut. Leider gibt man mir kein Feuer, Mann. Das ist doch einfach dumm. Das nehme ich dir echt ziemlich krumm. Die Zombies sind echt ziemlich dumm. Oh mein Gott, nein. Ja, burn die mal weg da. Ganz schnell. Wisst ihr was? Halt's Maul. Hier machen wir auf die anderen Lines auch mal ein bisschen was hier. Da hast du mir gerade Eis weg. Oh. Wow. Ich sehe die Zombonis schon flutschen, Alter. Da kommt leider der nächste. Den kann ich nicht mehr... Doch. Haha. So, dann... Ne?
Next round hier. Burn die alle weg. Burn sie doch alle weg. Mehr Stachelkraut. Mehr Stachelkraut von Caragot Streichstraat. So, ich müsste hier echt mal Feuer anmachen. Die brauchen nämlich echt ganz schön lange, um die alle da wegzufisten. Danke. Das ist zu gütig von dir. So, fehlt bloß noch eine Leine Feuer und dann sind wir alle so ziemlich abgesichert, kann man sagen. So, jetzt machen wir nochmal hier und hier und hier, damit ich mal ein bisschen Platz da freikriege. Oh, passt ja fast nicht mehr hin, ist ja voll bis oben hin. Voll bis oben hin. Dudelidu, dudelidu, dudelidu. So, der ist schon mal down, der kriegt da richtig Flames in die Fresse. Ah, das macht Schmerzen, ne? Ja, aber guck mal, der ist schon tot, bevor er ins Wasser springt. Geil. So, da kommt jetzt natürlich der ist aber instant down. Der kommt gar nicht erst zum Knuspern, die alle Sau. Ja, ihr seid alle down, Mann. Was wollt ihr denn hier? Ja, Ultra Burn. Jetzt erstmal richtig Flaming Action. Aber wieso eigentlich so husten? Doof. So, gleich 9. Oh, bist du dumm, Mann? Bist du behindert? Hallo? Oh, so ein Schmarrn, ey. Jetzt können wir am Rand was machen. Jo. Dass auch die Lines hier mal ein bisschen besser getroffen werden. Da sind nämlich ziemlich wenig unterwegs, ehrlich gesagt. Aber hey, was soll's. Läuft ja trotzdem. Ey, was soll's. Schnu, schnu. Ja, das finde ich echt doof. Jetzt gibt's jetzt zwar wieder Wasser auch, aber es braunet Wasser. Da dusche ich doch nicht drin. Wer bin ich denn? Sind wir hier im dritten Weltland oder was? Wo man in braunem Wasser duschen muss? So, wisst ihr was? Hier und hier. Und hier, ich hab viel zu viel. Hallo, was sag mir denn? Das ist scheiß hier. Hier, Double Fire. Ja, yeah, ist voll sinnlos, aber ist egal. Hauptsache, sieht schnafft aus. Müssten die Explosionskugeln werden, die mal Explosionen, so wie eine Tomate, das wäre voll geil. Aber wäre ein bisschen OP, glaube ich. So, hier noch einen hin. So, da noch einen hin. Das ist alles zugepflanzt hier. Hier auch noch einen hin. Und da auch noch mal. Und genau. Oh nein, nicht knuspern, du ekelhafter, du. Boah, was hier abgeht, ey, ist ja übel. Die haben Spaß dabei, ne? Tschüss, Mann. Geld geil. Oh Mann, that shit. So, ich mache übrigens nicht mehr als 20 Minuten, einfach nur, weil ich genau weiß, dass ich die Folge sonst nicht mehr gerettet oder hochgeladen kriege, bevor ich einkaufen gehe. Oh, Nebel. Ach, jetzt geht der Scheiß los. Nee, das haben wir jetzt auch mal später, ne? Ja, denn hier kriegen wir jetzt den lustigen letzten Zombie, ne? Der kommt nur nachts in Nebel. Muhahaha. Ja, sollte irgendwie bedrohlich klingen, aber war irgendwie voll gefailed. So, mal Pool überleben. Tach, das ist voll schnafti hier. Was nehmen wir mit hier? Da jetzt ein Überleben ist, müssen wir ja wieder ein bisschen umdenken. Wir nehmen davon mehr mit. Wir nehmen natürlich die mit und die mit. Das gehört sich ja dazu. Wir nehmen mal die mit und die mit und die und die. Und dann nehmen wir noch den mit. Nee, halt. Mann, was ist denn los hier? Hör mal auf zu husten, du Arsch. So, Pflanzen. So, muss schnell gehen jetzt, denn ich will mich super gut vorbereiten auf die 10. Wave. Weil ich möchte meinen, ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass die im Pool einfach schwer sind. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass man Überleben endlos auch tagsüber am Pool bestreitet. Einfach nur wahrscheinlich aus dem Grund, mit Kakaobohnen kann man alle Nachtpflanzen benutzen, man kann alle Wasserpflanzen benutzen und alle Landpflanzen benutzen. Und von daher ist natürlich diese Aufstellung natürlich am günstigsten insgesamt gerechnet. Weil, naja, man hat halt, man kann halt alle möglichen Pflanzen benutzen, die man benutzen möchte. Da kommt der kleine Spasti auch schon an. Komm hier besonders, danke schön, du Sack. Brains! Nö. Also, ihr wisst ja, wie ich zu Brains stehe, also ist überhaupt No-Go für mich. So, jetzt bräuchte ich langsam mal, genau, sowas hier. Und Hashtag no sun und so, ne? Sunshine Waggy. So, jetzt haben wir schon ein Problem, weil ich habe nicht so schnell Seerosenblätter, wie ich Sonnenblumen habe. So, da kommt der nächste, der kriegt auch mal eine Mine aufs Maul. Die Zombies sind ja noch gerade ein bisschen spärlich hier, also kann ich ja noch ein bisschen Halligalli machen, das war voll dumm. Komm, letzte Sonne. Der letzte Sonne, ja, das ist doch wunderbar. So, alle symmetrische Pflanzen, ist das nicht schön? Ja, das ist so wunderschön. Jetzt kommt gleich ein kleines Katzenschwänzchen. Mach sie alle kaputt. Mit Aiming Skills over 9000. Da, da, da. Du bist jetzt gleich down. Ah, der hat wirklich gute Aiming Skills. Manchmal drehen die Dinger sogar um, weil sie merken, Alter, ist eine Attacke.
flop, flop. So, der schafft das erstmal alleine. Da kann ich mich in Ruhe ja mal um sowas kümmern hier. So, bitteschön. Und wir können schön Sonne sparen. Ist das nicht schön? Baff, 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 baff. So, dann, ja. Machen wir schon mal so was hier hin, ne? Wir haben ja die Sonne, was soll's, ne? Was soll der Geiz? Tja, hier noch ein zweites Schnuschnur hin und dann ist halt happy. Komm, ein bisschen sonnenlich noch, dann kann ich noch so einen Dreier pflanzen hier. Guck mal da, haha, peng, in die Fresse. Weil es kriegt dann nicht nur Aiming-Skills auf die Fresse, sondern auch ein paar Erbsen. Woher kenne ich die Pflanzen übrigens? Diese komischen braunen Knödel, die da hinten dran haben. Irgendwoher kenne ich das. Das ist doch irgendeine Seerosenblüte. Also ich mag mich erinnern, dass es sowas auch in der echten Natur gibt. So eine braunen Kolben, die aussehen wie gehärtete... braun gebrannte, bratenes Würstchen. So, jetzt habe ich die andere Assoziation mal ganz schnell aus dem Kopf entworfen, um euch nicht total zu verekeln. Ey, boy, Kai, please. Ja, genau. Ihr kennt mich ja. Bin da mal so direkt bei sowas. Ich sage, das Ding sieht aus wie eine Scheißwurst und sieht halt aus wie eine Scheißwurst. Voll gleich dafür. Das hat sich die Natur doch so ausgedacht. Wahrscheinlich als Tarnung. Und die Tiere sagen, boah, nee, das esse ich nicht. So, aber irgendwie kenne ich diese Konstellation halt. Ich meine, dass es so eine Seerosenblatt im Wasser gibt und dann ist da oben so eine braune Ding mit so einer Blüte oben drauf. Muss mich mal begoogeln. Google ist euer bester Freund, wenn ihr Informationen sucht. Immer, egal wobei. Fragt nicht eure Familie oder eure Schwester. Fragt Google. Google weiß alles. Wie sagt man so schön, Google liefert 1 Million Antworten auf nie gestellte Fragen. Also bevor ihr eure nie gestellten Fragen irgendwelchen Leuten stellt, die eh keine Antwort wissen, fragt Google. Ist das Beste, was man machen kann. Gibt ja so viele Leute, die können Google nicht nutzen, was mich immer tierisch aufregt am Ende. So, mal in den Kommentaren, zum Beispiel von alten, bei Amerika ist zum Beispiel sehr beliebt, hast du das gedownloadet oder hast du das als CD? Ja, Leute, ich hab zwar das als CD, noch damals, als die CDs noch keine extreme Kopierschutzgefahr waren, wo man noch legal eine CD einfach mal brennen und kopieren konnte und sich als, ja, als Sicherheitskopie anlegen durfte. Heute sind die ganzen Sachen, die man als Software kaufen kann, sowas von extremem Kopierschutz, dass man die teilweise die CDs nicht mehr richtig benutzen kann. Das ist ja unbelievable immer teilweise. Wir fragen nicht alle mal, wo hast du den Download dafür her? Das ist nicht ein Download, das ist eine originale CD, liebe Freunde, ja, wenn's gedacht. Und selbst wenn, der wird wie schneller Google zu fragen, als mich zu fragen, weil ich wüsste sowieso nicht, weil ich kenne keinen Download-Link. Früher gab es mal einen, den habe ich mal gesucht für einen Kumpel, der halt auch mal zocken wollte und sagt, wir wollen mal versuchen, Online-Play zu machen, geht ja noch offenbar eh nicht. Wobei, mittlerweile kann tatsächlich Amerika online spielen, weil ich eigentlich ganz interessant wäre, mich da mal mit jemandem zu duellieren. Ich musste ihn mal anschreiben. Er hat mir seine Skype-Adresse hinterliefert und mal für so ein Amerika-Online-Match, da kann man doch schon mal und so, ne? Also, das ist so ein Grund, meine Skype-Adi rauszuschmeißen. Nein, Spaß weiter. Das ist natürlich nicht ernst gemeint, also schon, aber ich muss das jetzt sagen, damit die Leute nicht halt auch für, oh boah, du, ich hab Bock auf Showdown gegen ihn zu kämpfen, gibst du mir deine Skype-Adi? Ja, nee. Ja, das ist ein Unterschied. In Showdown kann man chatten, da braucht man Skype nicht für. Bei Amerika geht das irgendwie ein bisschen schlechter, muss man sagen, ja, das ist kacke. Ja, das ist voll schnupsig. Außerdem weiß ich, wie Showdown funktioniert, bei Amerika wüsste ich's nicht, so. So, ich halt die Fresse und wir haben so viel extrem fucking Sonne, was läuft denn hier ab, ey, das ist ja unglaublich hier. So, Hashtag Kürbispflanzen. So, mehr Sonne, Sonnenlicht, oh, da kriegt er richtig gut auf die Fresse. Ja, du magst es, da mitten ins Gesicht, ne, du kleine Sau, du stehst da drauf. So, Hashtag Next Fire. Babidi babadilu. Wir haben 1000 Sonne, wo soll ich mir den ganzen Scheiß hin hier? So, verkackt, verhau den ganzen Scheiß hier mal endlich. Los, mehr Kürbisse, mehr Sonnenblumen, alles mehr. Muss halt mehr her hier. So, zack, bam, burn. Oh, halt, fuck, nein, da. Oh, kacke, oh, da hab ich nicht gerechnet. Oh, boah, der frisst den da einfach auf. Du bist ja ein Arschlack, ey. Du bist voll der Arschlack, ey. Boah, du kacki Spast. Nee, nee, der frisst den eh wieder auf. War keine Lust drauf, deswegen... Lass ich da einfach mal ein Seerosenblättchen stehen. So, jetzt kriegst du auch eine Freche. Bombe, bombing, bombing. So, jetzt. Haha. Jetzt lohnt sich's auch mal. So, zack. So, ich pflanze jetzt hier unsymmetrisch, weil ich nächste Runde die Fake-Kürbisse habe. Ist mir aber voll egal. Oh, halt. Ah, shit. So, ein Bullshit. Aber wir haben in der ersten Wave eigentlich vergleichbar viel geschafft.
So, jetzt brauchen wir den Scheiß, den Scheiß, den Scheiß, den Scheiß, den Scheiß, den Scheiß, den Scheiß. Einfach mal so aufsetzen, das nehmen wir auch wieder mit. Was kann neu hilfreich sein? Wir nehmen einfach mal noch. Keine Ahnung. Gegen den da, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich könnte ja noch den und den mitnehmen, aber ne. Das ist alles Gaga. Heug halt nicht. Weiß ich nicht, nehme mal den und den damit, ist mir ja. Brauche ich. Das ist das Einzige, was ich brauche. So, nächste Runde hoffe ich, andere Dinge wieder dafür denn sparen zu können. So, machen wir schon mal so und hier, zack, zack. Muss laufen, zack, nochmal burn. So. Ah, läuft. Hoffe ich. So, den schon mal hingepflanzt, hier die ganze Sonne mal rausschmeißen. Das haben wir auch nicht mehr so viel, weil die zu sparen ist ja mal total sinnlos. Ist ja nicht so, als gäbe es Zinsen drauf. Naja, wie lustig, jetzt ein Zinssonnensystem. Müsste man so planen, ja? Kurz bevor Zinsen gibt, da müsste man so eine Zinspunkte dann machen. Ja, egal. Wäre, glaube ich, ein bisschen überunnötig irgendwie. Dass man, da weiß ich nicht, 25% der eigenen Sonne nochmal draufkriegt oder so. Das wäre doch irgendwie ganz lustig. Aber ich glaube, Sonne ist eigentlich im Allgemeinen, kann man ja selber schreiben, wie viel man hat, also. Anstatt auf sowas zu pokern, machst du lieber eine Sonne mehr. Da ist ja Michael Jackson. Ja, der ist schon tot, Mann. Der ist im Häcksler. Ha. Hat doch voll gemein. Aber Michael Jackson, der kann doch nichts dafür. So, wir haben so viel Sonne schon wieder. Das ist so unglaublich, Alter. Das ist so übertrieben teilweise. So, hier nochmal eine. Hier, pflanz mal mehr von dem Scheiß. Komm, gib mir Stoff. Hier, den auch noch. Zack, muss laufen. Hashtag läuft. Ja, gleich mal Stacheln ins Gesicht, Kumpel. Ha. Aber ihr hörst doch dran zu knuspern, du Arsch. Hey, hallo. Wollte gerade sagen, hast du eine Macke? Lass mal mein Zunderholz in Ruhe. Zunderdegle. Alter, hallo. Wie spawnt er da? Hallo, Kürbis. Oh, zu spät. Derp. So, jetzt dürft ihr den bitte da auch mal wieder burnen. Ja, mein Hashtag, ich dance hier meine Zombies. Halt's Maul, Michael Jackson, geh weg. Oh, gleich nochmal eine Sonne. Ist überhaupt nicht übertrieben. So, na ihr wisst, da heißt ja Überleben übertrieben schwer, ne? So. Ah, jetzt ist er gleich mal down hier. So, Kürbis geschützt. Ne, safety first. Gilt auch beim Zocken. So, machen wir hier nochmal welche hin. Ist egal. Kappe doch. Oh, der ist gleich down. Das läuft richtig gut hier. So. Und hier noch einen. Hab grad Bock drauf. Immer jipp im Kante. Immer noch einen drauf. Und noch einen drauf. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. So, komm, jetzt mal mehr Sonne hier. Los, komm, bevor die Runde Ende fliegt, noch ein Turbinell gepflanzt haben. Ja, du kannst mir mal. Du bist da eh gleich down. Oh, machen wir den vierten hier noch ran. Jawohl. Halt, jetzt muss ich erstmal ganz kurz sparen auf den hier, genau. Aha, so. Hashtag läuft. Du, 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 du. Eigentlich könnte man die durch diese MG-Erbsen lassen. Ich glaube, die dauern zu lange. Oh Gott, nee, boah, hör auf damit. Ja, das geht alles noch. Das ist eigentlich auch doof. Na gut, was brauchen wir jetzt schon mal nicht mehr? Wir brauchen auf jeden Fall bloß noch ein bisschen doppelte Sonne. Wir brauchen nicht mehr. Kürbisse brauchen wir sowieso. So, Kürbisse nehme ich auch gleich wieder doppelt mit, weil da muss ich noch viele Pflanzen von. Den und den nehme ich auch mal erstmal wieder mit. Dann kann man die schon mal durchpflanzen, ne? So, den nehmen wir auch nochmal mit, weil den werde ich jetzt wahrscheinlich brauchen. Ja, nehme ich mal ganz stark an. Ich hoffe, wenn Buddelzombies kommen, kann ich schnell reagieren. Ansonsten nehme ich erstmal den mit und den mit. Die ist immer eine gute Kombi. Ja, das Ding ist geil. Ich liebe das Teil. Das ist very good. Kann keiner was sagen gegen. So. Den Kürbis habe ich irgendwie so alle mitgenommen, damit ich die vollpflanzen kann, weil wenn ich den zu spät zum Platzen bringe, landet der ja irgendwo im Feld, wo noch kein Kürbis ist. Das ist schlecht. Deswegen, Leute, aufpassen, ne? Ganz wichtig. So, jetzt könnte ich natürlich auch die Kalk noch mitnehmen, oder? Jetzt habe ich ja gar keine Duplinator mit. Ich nehme die nochmal mit. Die hier nicht zu pflanzen, oder? Ich überlege gerade, wäre es nicht besser, hier irgendwie überall Duplinatoren zu machen? Die schießen doch viel zentraler, oder? Weil die supporten die Reihe da oben, die es gar nicht braucht. Die schießen dann dafür bloß 4-5 Erbsen. Ich weiß nicht, also von der Effizienz her sind die ja hier besser.
Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht, du. Vielleicht die Katzenschwänzchen hinten drin stellen, dass ich hier nochmal zwei Triplinatoren für die ganzen Mittelreihe hier machen kann. Wobei, eigentlich, wenn ich so richtig überlege, wenn ich das so benutze, wie ich das gedenke zu benutzen, dann bräuchte ich das sowieso nicht. Nee, okay, dann lasse ich das so. Duplikatoren machen wir später. Die brauche ich. Warte mal. Ja, die brauche ich auch. Doppelsonde. Na okay, dann nächste Runde. Nächste Runde machen wir, Leute. So, jetzt brauche ich erstmal wieder Sonne. Oh, die geben wir erstmal Spenden hier. Das finde ich schon mal gut. Weil wir können unsere nächste Doppelsonnenblume machen. Das ist schon mal gut. Wir müssen drei Stück. Wenn wir die fertig haben, müssen wir die nicht mehr mitnehmen. So. Jetzt brauche ich erstmal... Genau, ein bisschen Sonne. Und zwar brauche ich jetzt... Was sagen wir erstmal hier? Ein Blättchen. Und dann machen wir mal so einen Kürbis drauf. Einfach nur, weil es eine andere Farbe ist und so. Ihr wisst schon. Symmetrie und so. Ihr wisst schon. Ihr kennt ja meinen Fetisch. Also Fetisch nicht, aber... Mein Fable dafür. So, der kriegt da gut auf für Fresse. So, Flaves noch mehr auf für Fresse, weil jetzt machen wir erstmal Ditte, Ditte und Ditte. Ihr wisst ja, das sind eher Frontblümchen. Die machen hier vorne am meisten Sinn. Und schießen auch ganz gut die Gittervogel-Zombies ab. Das ist ganz gut. Ich sehe kaum noch durch, Alter, Leute. Alter Vater, Mann, ey, krass, hier voll aus. So, das ist ja dann wieder hier die Reihe für normal. Alter, da jumpt der da einfach rüber. Das ist nütte hier. Hör mal auf, du böser Mann. Nicht Gott. Nichts Gott. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Jo, läuft. Oh, da ist Sonne verschwunden. Nein! Da ist ja nicht gut. Oh, da kommen sie schon. Jetzt macht aber... Jetzt hoffe ich, dass ihr hier das reißt, ne? Ja, sieht aber gut aus. Obwohl, naja, wenn da mal mehrere kommen. Naja, kommen mal drei Stück und die haben das gedidded. Ja, lass mal hoffen, dass die das schaffen durchgängig. So, hier den nächsten Ruf und da kommt schon der nächste. Komm, jetzt mach ich ihn schnell kaputt. Ja, ja, genau. Aiming Skills. Ich glaube, die werden auch prioritär behandelt. Also selbst wenn jetzt hier irgendwo einer ist und da kommt hier hinten Ballon-Zombie, dann werden die eher behandelt. So, oh, ein Pflänzchen. Oh, danke schön. Das ist aber very nett. So. Würde ich sagen, setzen wir noch einen drauf, machen hier richtig dreiste Scheiße draus. Boah, die ganze Sonne, Alter, das ist so übel. Zum Ernst, das ist total übertrieben, Alter, aber was soll's. Wenn der ausrasten, dann richtig, ne? Das hat auch Spaß macht. So, jetzt noch schnell die Sonnenblumenpflanzen. Komm, eine muss ich noch schaffen. Eine muss ich noch dünnen. So, wenn mein Turbinator ist hier richtig schön burnen musstet. Oh, machen wir mal den hier weiter. Zack. Ja. Die sind fertig. Machen wir mal hier was hin. Zack. 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 Läuft wie ein Länderspiel. So, komm, schnell. Ich will die doppelte Sonnenblume schaffen, dass ich die nächste Runde nicht mehr mitnehmen muss. Komm schon. You can do it. Nein, lass die in Ruhe. Brennt sie noch nicht ab. Ist nicht gut. Oh, komm schon, das schafft er noch. Oh, komm, das ist doch eine Verarsche, oder? Ey, komm. Komm, schaff ich noch. Ja. Ha, geil. Das war aber knapp. Ich kann ich doch nicht so schnell... Ui, ui, jetzt geht's aber langsam los hier. Football und, na ja, gut, die Tanzzombies, wenn die schnell nur abgeburnen, werden sie die okay nee, fahren. So, Hashtag Kürbis muss mit. So, das und... Wo brauchen wir die auch nicht mehr, ne? Nö. Kann ich zu Hause lassen. Das muss ich nochmal mitnehmen hier. Dann nehmen wir den mit und... Seine Erweiterung nehmen wir nochmal mit. Triplinators brauche ich auch nicht mehr. Ja, läuft. Sieht gut aus. Kann man nicht anders sagen, ne? So, das nehmen wir nochmal sicherheitshalber mit. Man weiß ja nie, ob der jetzt vielleicht schnell gefressen wird oder so. So, Kürbisse sind da. Katzenschwänzchen. Bitte. Ja, reicht. Wir nehmen nochmal. Zur Not. Ich sehe einfach hier so eine Kirsche mit oder so. Irgendwas zum Wegsprengen, falls was schief gehen sollte. So Last Resort Action. So erstmal das auf Pflanzen hier. Hoho. Kommt hier mal 16 Erbsen angeflogen. Das ist natürlich auch gut. So. So, dann machen wir das schon mal hin. Dann machen wir schon mal den drauf.
Nebenbei mal hier den Kürbisruf. Alter, die Sonne, das ist so extrem, ganz ehrlich. Ja, 12-mal Doppelsonnenblume, ne? Läuft. So, haha, zack, ruf da. Jetzt ist er richtig Rambal, sag mal da vorne. So, ja, das Einzige, was ich noch machen kann, ist hier noch was hinzupflanzen und dann sind wir voll, Leute. Da können wir bloß noch auf Updates warten. Aber ihr seht schon hier natürlich, je schneller die Zombies sterben, desto schneller sind die Waves hier oben. Das ist ja bekannt, das System. Und ich sehe gerade, wir haben schon 20 Minuten rum, Leute. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter an der Stelle. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis dann wieder, macht's gut. Ich kann nicht mehr quatschen, ey. Bis dann wieder, macht's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao.